Runde eigentlich durch haben. So, als erste Runde würde ich vorschlagen, dass jeder sich kurz vorstellt, sagt, wer er ist, weil doch nicht jedem ist jeder bekannt. So, die Mikros müssten eigentlich jetzt schon an sein. Probieren Sie es bitte einfach mal, wenn nicht, kriegen Sie hier mein Mikro. Wir machen es alphabetisch. Wir fangen an, das wäre dann Herr Knacke. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Knacke. Ich bin 48 Jahre alt, gebürtiger Pritzweiger, wohnhaft in der Prignitz in Marienfließ, ein kleines Dorf ganz im Norden. Ja, ich bin berufstätig als Einrichtungsleiter einer Altenpflegeeinrichtung, bis vor 2 Jahren noch hier im Christophorus in Pritzweig, zurzeit in Berlin. Ich habe meine Berufsausbildung absolviert, habe Altenpfleger gelernt, habe dann verschiedene Management-Studiengänge absolviert, ein Hochschulstudium an der Uni Heidelberg und bin, wie gesagt, jetzt berufstätig als in der Pflege. Ich habe vielleicht politisch, war ich unterwegs in verschiedenen Funktionen und Ämtern schon. Zurzeit bin ich ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Marienfließ. Seit 15 Jahren schon bin dort tätig und war zwischenzeitlich auch schon im Kreistag. Bin zurzeit noch mit dem Amtsausschuss in Mainburg tätig und bin da politisch sehr engagiert. Dankeschön. So, jetzt machen wir, ja, das ist natürlich auch erlaubt. Als zweiter nach dem Alphabet, Herr Kai Neumann, bitteschön. Also ich möchte Sie auch recht herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Kai Neumann. Ich wohne hier in Pritzweig, in Falkenhagen, Ortsteil. Bin gebürtiger Pritzweiger. Bin aufgewachsen in Gerzheim, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Ich habe meine Ausbildung in Brandenburg gemacht, in Schwaben-Kreuzberg. Bin nach der Wende einige Jahre in die alten Bundesländer gegangen, aber wohne jetzt seit 2001 wieder hier in Falkenhagen und arbeite momentan bei der Firma Glattfelter und in der Produktion. Okay, danke Herr Neumann. So, jetzt. Sehr schön. Ich finde es ja prinzipiell erstmal gut, dass sich 4 Menschen für dieses Amt bewerben, sodass es wirklich auch eine Auswahl für Sie gibt. Als dritter wäre jetzt dran Herr Schlafke. Ja, schönen guten Tag, liebe Gäste. Mein Name ist Thomas Schlafke. Ich komme aus Kuhsdorf, also nur 2 Kilometer von der städtischen Grenze entfernt. Ich bin 2003 in Pritzweig hergezogen. Bin politisch 2014 im Kreistag gekommen und vertrete dort auch die Interessen der Pritzweiger mit. Der öffentliche Nahverkehr war uns ein sehr großer Punkt gewesen, den wir mit reinbringen wollten. Beruflich bin ich Handelsvertreter für chemische Produkte und bin in Brandenburg sowie Mecklenburg unterwegs. Dankeschön. Und Herr Dr. Thiel, last but not least. Ja, liebe Pritzweigerinnen und Pritzweiger, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier in der Melzerei, im Biergarten. Viele von Ihnen habe ich heute Vormittag schon gesehen im Heinholz. Darüber freue ich mich ganz besonders. Ich habe nur einige vermisst, die ich dort erwartet habe. Es war sehr spannend und sehr schön. Also deshalb für alle diejenigen auch in den nächsten Jahren, 1. Mai, immer bitte erst ins Heinholz und dann in die Melzerei oder umgekehrt. Die, die mich noch nicht kennen, ich bin seit 2012 Vizebürgermeister hier in der Stadt Pritzweig. Ich bin verantwortlich für mehrere Fachgebiete und war vorher viele Jahre in der Stadt Eberswalde Amtsleiter und davor in Landesverwaltung tätig, sodass ich aus einem Bereich komme, der möglicherweise mich ein bisschen unterscheidet. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Natürlich bin ich auch in Pritzweig geboren, aber ich denke, alle sind hier ein bisschen Pritzweiger, weil wir mal einen Kreistag hier in Pritzweig hatten, der leider schon nach Perleberg gewandert ist. Unabhängig davon freue ich mich, dass Sie hier sind. Und dass wir vielleicht einige Fragen von Ihnen auch direkt beantworten können, denn daran wäre mir sehr gelegen. Herzlich willkommen. Danke. Einige haben es ja schon angedeutet von den Kandidaten. Wir haben ja ein bisschen ein Paradoxon. Wir haben hier 4x48 zu stehen. Alle im gleichen Alter, 48 Jahre. So, jetzt haben wir zu den Personen ein bisschen was erfahren. Ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, was stellen Sie sich denn für Pritzweig vor? Wie soll es denn hier weitergehen? Wir machen es jetzt vielleicht andersrum genau. Herr Dr. Thiel, Sie gleich nochmal.
wir es eben so. Herr Knacke, dann haben Sie den Vortritt. Tja, ich bin natürlich hier als Bürgermeister angetreten. Ich wurde gefragt von der SPD, ob ich mir das vorstellen könnte, der Kandidat ihrer Partei zu werden. Da brauchte ich nicht lange zu überlegen. Nach 3 Tagen habe ich zurückgemeldet. Ich will mich gerne hier engagieren, will diese Aufgabe übernehmen. Und natürlich habe ich mich auch damit beschäftigt, welche Vorstellungen ich denn hätte. Warum gerade Ralf Knacke hier in Pritzwalk etwas bewegen kann, warum sollten Sie mich wählen? Und wir sind gemeinsam dann mit der SPD zusammengekommen und haben überlegt, welche Ideen, Interessen könnten wir für Pritzwalk umsetzen und sind zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir möchten Pritzwalk wieder zu einem Knotenpunkt in der Prignitz entwickeln. Und was heißt jetzt Knotenpunkt und Pritzwalk? Wir möchten, dass hier in den unterschiedlichsten Bereichen wieder Entwicklungen stattfinden, und zwar in Wirtschaft, Tourismus, Soziales, Bildung. Alles dies müssen wir wieder ausbauen und entwickeln. Und sicherlich ist das nicht eine Aufgabe, die man von heute auf morgen erledigen kann und verändern kann, sondern man hat einfach eine Grundeinstellung, die man mitbringt. Und ich bringe immer die Grundeinstellung mit, ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt beteiligen. Das ist manchmal schwierig, das dauert manchmal etwas länger, aber ich denke, ohne Bürgerbeteiligung geht das nicht. Und deshalb haben wir uns jetzt schon überlegt, Sie finden auf meiner Website www.ralf-knacke.de eine Plattform, wo Sie Wünsche, Anregungen, Ideen mir mitteilen können, mir schreiben können. Und wir wollen all dies in unser Wahlprogramm damit aufnehmen. Wir wollen Pritzwalk wieder eine Identität geben, auch im Kreis Prignitz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin kommunalpolitisch aktiv und zwar im Amt Mainburg. Und auch dort gibt es Schnittstellen schon jetzt mit der Stadt Pritzwalk. Und meine Wahrnehmung war einfach immer, dass Pritzwalk so ein bisschen hinten anhängt. Also wir sind dort in lebhaften Diskussionen und ich habe Pritzwalk wenig wahrgenommen. Und genau das möchte ich verändern. Pritzwalk hat eine Kraft und eine Stärke, die sich darstellen kann und die auch für die Zukunft entwickelt werden kann, sodass wir als Pritzwalkerinnen und Pritzwalker uns formieren können, uns darstellen können. Gut, das war... Ja, klar muss man da ein paar Worte mehr zu sagen, aber ich musste ja noch nicht eingreifen. So, Herr Neumann, Sie wären dann der Nächste. Also meine Motivation hier als Kandidat anzutreten ist, dass wir in Pritzwalk doch eine Veränderung brauchen von der Sache her, dass wir dass die Bürger mehr eingebunden werden in diese ganze Entscheidungsfindung, dass auch mal mit den Leuten geredet wird, die es betrifft, die dann gefragt werden, wollt ihr das so, sollte das mal dann besser mal machen. Und auch hier einige Sachen, Pritzwalk, es wurden ja viele Sachen, die dann schon, die sind ja sehr gut angenommen hier, aber es sind solche Sachen wie die Infrastruktur hier in Pritzwalk, da sind teilweise Straßen dabei, wo man sagt, da kann man ja kaum noch langfahren. Und solche Sachen, und da müsste man mehr machen. Und auch, wie gesagt, die Leute fragen, worum geht es denn hier? Und auch müssen wir da mehr die Leute einbinden und auch das Ehrenamt viel mehr wieder in den Vordergrund stellen, weil das wird hier sehr vernachlässigt. Dankeschön. Danke, Herr. Der Herr Dr. Thiel hat ja vorhin einen kleinen Werbeblock eingeschaltet, jetzt schalte ich auch mal einen ein. Also wer noch Details zu den Kandidaten lesen möchte, wer weitere Informationen haben will, auf www.pritzwalker-stadtzeitung.de ist ein extra Blog geschaltet, wo alle Informationen, die die Kandidaten selber zur Verfügung stellen, drauf sind. Also man kann dort immer mal nachlesen, alle aktuellen Artikel, die so jetzt zur Bürgermeisterwahl sicherlich auch ein bisschen häufiger erscheinen, sind dort auch zu finden. So, jetzt, Entschuldigung, dass ich Sie abwarten lasse. Herr Schlafke. Ja, also meine Idee zum Bürgermeister zu kandidieren liegt eigentlich nahe. Ich bin für Toleranz und Offenheit der Stadt gewesen und möchte das natürlich durchbringen. Mit Wahlprogramme anzufangen, ja, es ist wichtig, ein Wahlprogramm zu haben. Aber letztendlich, als Bürgermeister verwalten wir die Steuergelder Ihrer Stadt Pritzwalk. Und die müssen ordentlich und vernünftig eingesetzt werden.
Als ich 2003 nach Pritzwalk gekommen bin, habe ich noch eine sehr schöne Stadt gesehen. Es war ein kulturelles Leben da gewesen. Die Innenstadt hat funktioniert. Und ich habe den Schatz gesehen, das Gewerbegebiet Prignitz. Jedoch seit 2003 ist in diesem schönen Gewerbegebiet, was mit das größte von Deutschland ist, nichts passiert. Ich sehe immer noch eine Spaltung zwischen dem Altkreis Perleberg und dem Altkreis Prignitz bzw. Pritzwalk. Wir merken es immer wieder, dass diese Spaltung dazu führt, dass Entscheidungen eher nach Perleberg gehen und Wittenberge als nach Pritzwalk. Das abzustellen, deswegen trete ich an. Ich will eine Offenheit in der Stadt. Ich will mit Ihnen diskutieren über das, was ansteht. Und daher müssen Sie die Stadtverordneten und der Bürgermeister entscheiden, was ist wirtschaftlich notwendig und was können wir uns leisten. Vielen Dank. So, und leider wieder als letzter in der Runde Herr Dr. Thiel. Bitte schön. Ja, liebe Pritzwalkerinnen und Pritzwalker, das ist sicherlich nicht ganz einfach für jemanden, der seit 2012 in der Verantwortung für diese Stadt steht. Aber dennoch und gleichwohl will ich Ihnen sagen, wir können jetzt schon stolz sein auf Pritzwalk. Und als ich gestern vorgestern beim Anradeln nach Wittstock mit 80 Fahrern aus Pritzwalk in Wittstock präsent war, waren wir das größte Fahrerfeld. Und das sind die Sachen, die es sozusagen hier auch gilt auszubauen. Ich mache das nicht wegen einer Partei, das wissen Sie alle. Ich bin ja parteilose Kandidat, wie mein Kandidatenkollege Herr Neumann. Ich trete an mit Unterstützung der CDU, FDP und des Kreisbauernverbandes, aber ich bin parteilos. Und wenn ich die Frage höre, ja Pritzwalk, das war mal so schön blühend, wir haben den Kreissitz verloren. Wir sind kein regionaler Wachstumskern. Wir sind ein geteiltes Mittelzentrum. Alles Dinge, die unter der Landesregierung der SPD mithilfe der Linken erfolgt ist. Und das muss man einfach mal wirken lassen. Und deshalb denke ich, wir müssen in den nächsten Jahren nicht nur intern, denn so wie wir hier stehen, bieten wir ja einen Neuanfang an. Und mit 5 Jahren Erfahrung hier in Pritzwalk kann ich sagen, die braucht man auch. Wenn man diese Erfahrung nicht hat, kann man den Laden nicht umbauen. Ich will es einfach mal so formulieren. Wir stehen in der Verwaltung vor einer Herausforderung wie nach der Wende. Wir haben einen Generationswechsel. Und da kann ich nicht sozusagen darüber nachdenken, was will ich denn übermorgen machen, sondern es muss nach vorne gehen. Wir müssen uns innerhalb der Stadt behaupten, aber auch im Wettbewerb unserer Nachbarkommunen. Denn der Kreis, die Kreisvizeform wird kommen, und da gilt es sozusagen, Pritzwalk stark zu machen. Deshalb lade ich Sie ein, lassen Sie einfach das Parteiendenken ein bisschen beiseite und setzen sich möglicherweise für mich ein, denn mir geht es darum, Pritzwalk mit den Orts- und Gemeindeteilen gesamtheitlich zu entwickeln. Danke. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, dass man das Parteiendenken weglässt, aber Sie haben ja gerade das Gegenteil gemacht. Sie haben ja gerade auf Parteien, die Ihnen nicht so nahe stehen, eingeschlagen. So. Wir wissen aber, dass in der Stadt, ohne die Stadt schlecht zu reden, doch nicht alles so fantastisch ist. Jetzt will ich einfach mal fragen, nennen Sie mir doch mal 3 Sachen, die Sie verändern möchten, wenn Sie Bürgermeister werden. Fangen wir jetzt mal mit Ihnen an? Ja. Ja, dann drehen wir das Alphabet mal um. Das erste ist natürlich ganz klar, wenn wir Ehrenamt hören, eine große Frage ist die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren. Wir stehen auch hier vor dem großen Problem, dass wir eine große Lawine vor uns herkehren und wer sozusagen die Newsletter der Freiwilligen Feuerwehr Pritzwalk erhält, weiß, dass die Kameradinnen und Kameraden sich ständig einsetzen im Ehrenamt. Die zweite Sache ist die, ich möchte gerne in den nächsten Jahren mehr in die Qualität der Stadt stecken, mehr Geld, das heißt in die Infrastruktur. Wir haben in den letzten Jahren ganz viel für unsere Tuchfabrik gemacht. Wir müssen aber jetzt den Dreh hinbekommen und alle einladen, sich zum Thema Verkehrsentwicklung damit zu beschäftigen. Und die dritte Sache ist natürlich die, der Gewerbepark Prignitz liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich glaube, das haben alle schon viele Jahre beobachtet. Wir haben sozusagen einen Schatz hier, den gilt es aber zu heben. Und ich denke, wenn wir das uns gemeinsam auf die Fahne schreiben, dass wir da dranbleiben, dass wir auch in den nächsten Jahren hier viele Arbeitsplätze halten können in Pritzwalk, die auch unser Leben wieder lebenswert macht. Danke. Danke, Herr Dr. Thiel. Herr Schlafke, Sie werden der Nächste. Ja, natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, aber es liegt, glaube ich, in der Sache, dass wir alles schon sehen, was hier im Pritzwalk passiert ist und was nicht passiert ist.
gerade das Gewerbe Prignitz, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich aus der Wirtschaft komme, sieht man, wie seit 2003 es nicht geschafft worden ist, dort vernünftiges Gewerbe anzusiedeln. Ich habe mit Bekannten von mir oder bekannten Unternehmen ein Konzept erarbeitet für dieses Gewerbegebiet, wie man es vermarkten kann, wo die Reise hingeht. Natürlich ist es schwierig, jetzt sowas zu erklären, aber vielleicht mal ein Punkt, über den vielleicht alle nachdenken können. Wir haben Windräder rings um Pritzwerk zu stehen, auf den Dörfern. Wir produzieren rund 300% mehr Strom, als wir benötigen. Das wäre ein Weg, zum Beispiel dieses Gewerbegebiet richtig zu vermarkten. Als gegrünes Gewerbegebiet. Grünes Gewerbegebiet, ich bin nun kein Grüner geworden, von heute auf jetzt, sondern die Chance, die wir haben, dieses Grün anzubieten und grüne Technologien dort zu verbauen, das wäre eine Chance. Was mir aber auch sehr am Herzen liegt, ist die Dialogbereitschaft, eine offene und transparente Verwaltung zu schaffen, weil es geht um Ihr Geld, um Ihre Steuermittel, die hier eingesetzt werden. Und Sie sollen mitentscheiden dürfen, wo diese Gelder eingesetzt werden können. Und Sie können natürlich sich daran beteiligen. Das sind meine größten Ziele. Dankeschön. Herr Niemann. Herr Niemann, Entschuldigung, jetzt mache ich den Fehler auch noch. Okay, nein, ich möchte mich da meinem Vorredner Herrn Dr. Thiel dann auch anschließen. Also es geht wirklich hier darum, dass wir den Leuten, auch den Ehrenamtlern, nicht nur der Feuerwehr, sondern auch den Leuten, den Ehrenamtlern in den Sportvereinen oder in den anderen Vereinen, die sich hier um das Zusammenleben der Leute, der Bürger hier im Pritzwerk kümmern, dass diese mehr gestärkt werden und dort auch unterstützt werden von der Stadt. Und wie gesagt, auch das Gewerbegebiet in Prignitz in Falkenhagen, dass dort mehr Möglichkeiten für den Ausbau mit den Firmen weiterverhandelt wird, ob da noch irgendwelche Sachen gemacht werden können. Und wie gesagt, auch hier die Infrastruktur in Pritzwerk selber. Wie gesagt, also da muss Verbesserung her, weil es kann nicht so weitergehen, dass dann hier die Straßen und so weiter. Und es wird ja schon vieles gemacht. Die Gebäude werden teilweise weggerissen, diese alten, die dann auch das Stadtbild dann stören oder so. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich dann auch weitergeführt werden, das Ganze. So, Dankeschön. Jetzt als Letzter in der Runde, Herr Knacke. Ja, als Vierter wird es jetzt etwas schwierig, was Neues zu sagen, aber es ist natürlich klar, Ehrenamt muss gestärkt werden. Wie Herr Neumann sagte, nicht nur einzelne Gruppen, die Feuerwehr ist ganz wichtig, aber es gibt hier viele Ehrenamtler in der Stadt Pritzwerk, die beteiligt werden müssen. Und da reicht es nicht, das Ehrenamt zu beteiligen, sondern allgemein eine Bürgerbeteiligung herzubekommen. Und da bin ich dann bei Punkt 2, eine offene Verwaltung, eine ansprechende Verwaltung, Bürgermeistersprechstunden und dergleichen. Ich will mich nicht irgendwo verstecken, sondern ich will da sein. Die können immer auf mich zukommen und gemeinsam werden wir dann Entwicklungen treffen. Dies alles geht sicherlich auch nicht ohne eine lebhafte und lebende Wirtschaft. Wir müssen die Wirtschaft weiterentwickeln. Hier können Wirtschaftsstammtische eine Rolle spielen. Ich will Initiator sein von solchen Stammtischen, auch von Treffen anderer Gruppierungen und Vertreter hier in Pritzwerk. Und nicht, last but not least, ich bin natürlich aus der sozialen Ecke. Ich komme, wenn ich von der Altenpflege komme, sehr aus dem sozialen Bereich. Und hier liegen mir aber nicht nur die Seniorenzentren am Herzen, sondern wir müssen die Stadt entwickeln über Jugend, über Kinder, über junge Familien. Und dazu gehören dann die Kitas, die Schulen, die Einrichtungen, die Bildungseinrichtungen. Und diese müssen wir mindestens erhalten und immer den Bedarf anpassen, ausbauen. Und all dies würde ich gerne für Sie tun. So, Dankeschön. Jetzt habe ich schon ein paar Fragen hier gestellt, aber ich glaube, es ist auch mal ganz günstig, wenn die Bürger mal das Wort kriegen. Wir werden jetzt nicht stundenlang Fragen stellen können, dafür ist einfach die Zeit heute nicht da. Wir wollen heute ein bisschen feiern. Gibt es denn jemanden, der eine Frage hat? Herr Borg, ich versuche mal, ob das Mikro reicht bis hier. Das reicht, wunderbar. Ja, wunderbar, danke. Ich habe eine Frage, wenn es geht, kurz und mit nicht unbedingt parteipolitisch zu beantworten. Einmal Problem Einholz. Das zweite ist,
ich sag mal, wir brauchen die grüne Energie, aber inzwischen Verschandelung der Landschaft durch die Windräder, dann nützt uns gar nichts nachher mit Tourismusförderung, wenn die Leute nicht mehr kommen. Und das Dritte, wie sieht es mit Innenstadtbelebung aus? Und bitteschön, nicht unbedingt parteipolitisch antworten. Na, das waren doch mal konkrete Fragen. So, jetzt denke ich mal, sind das ja Fragen, die an alle gestellt wurden. Ich fange jetzt mal einfach in einer anderen Reihenfolge an. Herr Schlafke. Ja, zum Heinholz bin ich nicht so direkt im Bild mit drin. Das ist eine Sache, die vor kurzem angegriffen worden ist, die ja teilweise unter Verschluss gewesen ist durch die Stadtverordnung bzw. durch den Bürgermeister. Ich kann mich nur so positionieren, dass wenn es um den Verkauf solcher Gelände geht, dass dort Offenheit bewiesen wird. Es ist zwar im Kommunalgesetzbuch vorgeschrieben, dass bei Immobiliengeschäften nicht gerade die Öffentlichkeit mit Eingriff nehmen darf, aber gerade in diesem Naturerholungszentrum, wie der Heinholz ist, bin ich der Meinung, sollte man die Öffentlichkeit mit ranholen. Zum Punkt Windräder kann ich nur sagen, ich habe selber ein Feld von Windrädern vor der Nase. Ich hasse die genauso wie Sie vielleicht. Und ich sehe diese Energie, die wir hier produzieren und nach Bayern runterschicken für billiges Geld und trotzdem immer noch mehr zahlen als der Bayer, finde ich, so kann es nicht weitergehen. Und ich würde mich auch dafür einsetzen, dass hier in Pritzwalk und Umgebung keine neuen Windräder gebaut werden. Zur Innenstadtbelebung. Ja, es ist schön zu hören, Innenstadtbelebung. Aber was einmal weg ist, werden wir so schnell nicht wiederbekommen. Das wird ein harter Weg Arbeit. Man kann es, so wie die Frau Pfeiffer es getan hat, durch Initiativen vermarkten. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal diese Innenstadt zurückbekommen, die wir einmal hatten. Wir werden sie verschönern können, wir können sie beleben mit bestimmten Projekten, aber auf Dauer, denke ich mal, wird es ein sehr langer, steiniger Weg hier. Danke. Ich würde jetzt doch mal darum bitten, das trotzdem ein bisschen kürzer alles zu machen. Es fällt einem schwer, ich weiß, aber wir wollen ja noch ein paar Fragen durchbekommen. Herr Neumann, sollen Sie als Nächster, bitteschön. Also zum Heinholz kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, weil die ganzen Diskussionen, die kenne ich jetzt auch nur über die Zeitung oder über, also über die Medien. Inwieweit dort jetzt die Verkaufsgespräche vorzufahren sind oder inwieweit der Verkauf da vorangeschritten ist, kann ich leider nicht sagen. Aber wie gesagt, hätte man da vorher öffentlich darüber geredet, über das Ganze, hätte man sich da viel Ärger ersparen können. Und ich denke mal, da hätte man auch eine bessere Lösung finden können. Zur Innenstadt, natürlich die Innenstadtbelebung, muss man natürlich dann mit den Geschäften, die dort ansässig sind, muss man dann auch weiter an Konzepten arbeiten oder auch versuchen, noch neue Läden und Geschäfte in die Innenstadt zu bringen, um die Leute dann in die Innenstadt zu ziehen. Wie gesagt, und zu der Sache mit den Windrädern, also ich bin da auch kein großer Fan von, also nur so viel dazu. Gut, Dankeschön. Also ich denke mal, dass doch die Tendenz hoffentlich bei allen vorhanden ist, dass wir die Innenstadt nicht aufgeben, sondern dass wir durchaus da nicht den alten Zustand bekommen, aber vielleicht einen neuen und besseren, als wir ihn jetzt haben. So haben Sie aber auch verstanden, Herr Schlafke. So, jetzt Herr Knatte. Ja, zum Heinholz möchte ich eigentlich nur so viel sagen. Es gibt da gute Überlegungen bei den Stadtverordneten, hier ein Konzept zu erarbeiten und für die Zukunft das Heinholz zu gestalten. Da wäre ich einfach dabei und dafür. Und wenn da alle beteiligt werden, kommt da sicherlich ein gutes Ergebnis zustande. Windräder, grüne Energie, Solarparks, da gibt es eine Regionalplanung. Da kann man sich beteiligen. Das wird die Stadt Pritzwalk derzeit tun. Und ich kann nur hoffen, dass sie für die Stadt Pritzwalk dort gute Entscheidungen trifft und zumindest bestimmte Abstandsregelungen und dergleichen zur Stadt Pritzwalk durchsetzt, sodass die Belästigung durch die Windräder dann nicht zu groß für die Bürgerinnen und Bürger ist. Und Innenstadtbelebung,
Ja, das ist ein kritisches Thema, da muss man gucken, wie man da vorankommt. Es gibt Konzepte, dort wird dran gearbeitet. Ich habe erlebt, dass dort neue Geschäfte eröffnet haben, die sehr innovativ waren und die sich gut entwickelt haben in der letzten Zeit. Und ich glaube, wenn wir es vielleicht nicht schaffen, jeden Laden mit jedem Inhalt dort zu halten, aber wenn dort kreative Leute zugange sind und wir unterstützen sie durch bestimmte Mieten oder andere Dinge, glaube ich, kann man die Innenstadt wieder gut beleben. Ja, danke schön. Herr Dr. Thiel. Ja, ich möchte gleich mit dem Thema Innenstadt nochmal anfangen. Mieten ist schwierig, kann ich gleich vorweg sagen. Die können wir nicht runternehmen, weil die leben und sich gehören. Die zweite Sache ist die, seit dem Jahr 2012 habe ich die Parkscheinautomaten im Jahr 2012 aus der Betrieb genommen. Die Parkscheinautomaten gibt es gar nicht mehr in Pritzwalk. So ein bisschen zur Attraktivität der Innenstadt dabei getragen. Wir haben die Parkzeiten verändert. Wir haben die Marktstraße in langen Diskussionen zum Thema oder zur Geschäftsstraße entwickelt. Das war ein Wunsch der Gewerbetreibenden und es wird auch in den nächsten Jahren zum Thema Innenstadt weitergehen. Sie alle kennen meine Aktion, wie wäre es mit uns beiden? Das meine ich nie persönlich, aber dennoch hat es gefruchtet. Sie kennen nicht mehr das Volkshaus. Sie kennen die Tageseinrichtung, Pflegeeinrichtung von Feuerbilders. Alles Dinge, die, denke ich, ich auf meine Fahne schreiben kann und auch zukünftig weiter so nach vorne bringen werde. Innenstadt ist ein Thema, weil wir uns von innen nach außen entwickeln. Das vielleicht nur so viel dazu. Und ich denke auch, dass wir gerade Thema Laden zu haben, werden Sie gar nicht kennen. Das lief im Internet ziemlich erfolgreich. Und die beiden Aktionen, wie wäre es mit uns beiden Laden zu haben, wurden in der Prignitz und über die Prignitz hinaus kopiert, in der ganzen Bundesrepublik. Nur so viel für Sie. Zum Thema Wind, dazu sollten Sie wissen, es gibt eine Festlegung der Landesregierung, 2% der Fläche sollte dem Wind geschenkt werden. Insofern haben wir da ein paar Probleme, aber ich denke, wir haben das in Bölske gezeigt, dass wir auch als Pritzwalk Zähne zeigen können. Zum Thema Hainholz, da bin ich gerade anderer Meinung. Wir sollten unsere grüne Lunge dauerhaft betrachten, nicht nur einmalig. Und deshalb spreche ich mich nochmal für einen dauerhaften Beirat aus allen Bereichen der Bevölkerung. Das sind Eigentümerfragen, es sind aber auch Nutzerfragen. Und wenn ich vorhin sagte, ich komme gerade aus dem Hainholz, in den letzten 5 Jahren war ich immer am 1. Mai im Hainholz. Und ich denke, alle Pritzwalker haben irgendwie schwimmen gelernt im Hainholz, schätzen das Hainholz. Aber wir sollten auch zumindest versuchen, dieses Multitalent, und das ist das wirklich, wir haben Natur, wir haben Naherholung, wir haben eine super Gaststätte da und das kann es erstmal niemand nehmen. Aber wir sollten es zusammentun und über Parteigrenzen hinaus. Dankeschön. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir hier an dem Ort auch eine ganz tolle Gaststätte haben. Also von der Seite her nochmal ein Dank an das ganze Team von der Melzerei. So. Ich würde jetzt nochmal in die Runde fragen, gibt es noch Bürger, die eine Frage haben? Ich schau mal, das ist nicht so rege. Ich sehe natürlich Herrn Dr. Bull, aber dann sind wir wieder beim Hainholz. Gibt es noch eine andere Sache vielleicht? Nee, ist nicht der Fall. Herr Dr. Bull, dann sind Sie dran. Wir sind überhaupt nicht beim Hainholz, na doch schon ein bisschen. Das Hainholz kann uns keiner nehmen, das wurde uns gerade anders gezeigt, Herr Dr. Thiel, muss ich gerne einfach mal darauf antworten. Aber meine Frage an, dass man uns das nehmen kann, ein Teil hat man uns wahrscheinlich schon genommen, einfach durch Vorlage durch die Stadtverwaltung. Eine Beschlussvorlage für die Stadtverordnung. Aber die Frage, die ich habe an Sie, Kandidaten, ist: Wie möchten Sie junge Leute hier in der Stadt halten und wie möchten Sie Fachkräfte, die wir dringend brauchen, sei es nun im sozialen Bereich, Ärzte, Schwestern, Pflegeeinrichtungen, Pflegefachkräfte, aber auch in der Wirtschaft. Das Handwerk läuft auf dem Zahnfleisch, hat keine Lehrlinge. Das Zahnradwerk und auch die anderen größeren, ich sag mal, Art Industriebetriebe brauchen Fachkräfte. Wie möchten Sie diese Leute hier in diese Stadt holen? Dankeschön, das ist doch mal eine schöne Frage und ich leiste ab, bitte. Es geht nicht nur
um den Heinholz, wenn Herr Dr. Bull spricht. So, wer fühlt sich denn als Erster da vielleicht? Ja, Herr Schlafke ist mutig und geht als Erster nach vorne. Ja, eine gute Frage, Herr Dr. Bull. Ich hatte meinen ersten Dialog gehabt in Buchholz und bin genau auf dieses Thema auch eingegangen und wurde auch sehr kritisch hinterfragt. Wichtig ist, was ich auch hier oben im Kopf drin habe, ist, die Vereinbarung von Familie und Beruf zu bekommen. Eine flexible Kindergartenzeit, wie es damals mal vom KMG-Klinikum angedacht gewesen ist, wäre sinnvoll. Wenn ich sehe, wir haben nicht mal einen öffentlichen Nahverkehr, der von Pritzweig nach Falkenhagen fährt zu den Schichtzeiten. Die Stadtlinie endet in Pritzweig. Und das ist ein sehr großes Problem, das muss weiterentwickelt werden. Wir müssen einen Schichtbusverkehr zwischen den Gewerbebetrieben entstehen lassen. Wir müssen dort Blattfelder, Nordgetreide, die größten Betriebe mit ins Boot holen. Wir müssen uns unterhalten. Und da ich selber aus der Wirtschaft komme, sehe ich, wie es zum Beispiel in Lübeck funktioniert, wie sozial engagiert teilweise die Betriebe dort auch sind und ihre Arbeitskräfte dort halten werden. Ich bin sozialkonservativ eingestellt und glauben Sie mir, die Thesen, die damals Rudi Erhard eingesetzt hatte zur sozialen Marktwirtschaft, die vertrete ich und so will ich das Gewerbe und die Wirtschaft wieder ankurbeln hier im Pritzweig. So, na, das waren zumindest ja mal konkrete Ansätze. Jetzt gehen wir mal andersrum, Herr Dr. Thiel. Sie sind jetzt mal dran. Ich beantworte gerne die Frage, wie geht es mit unseren jungen Menschen weiter. Wir haben seit 2012, seitdem ich hier bin, eine Flächennutzungsplanung überarbeitet und ermöglichen sozusagen jetzt das Errichten von Eigenheimfamilienhäusern. Im Durchschnitt errichten 8 Familien im Jahr neue Eigenheime hier in Pritzweig und in den Orts- und Gemeindeteilen. Und das wurde in den letzten Jahren auch ein wenig sozusagen verschlafen. Da holen wir auf, aber ich denke, dass wir immer noch attraktiv sind für junge Leute. Und das sind wir vor allem aus mehreren Gründen, nicht nur wegen der Freizeit, sondern auch wegen unseren Kitas und Schulen. Und da bin ich eigentlich unseren Erzieherinnen super dankbar, dass wir ganz tolle Kitas haben, zu denen auch gerne sozusagen Elternteile ihre Kinder schicken. Zum letzten Thema Fachkräfte, Sie hatten es angesprochen, Sie wissen es möglicherweise, wir haben seit 2006 ganz erfolgreich eine Berufsstartermesse hier in Pritzweig und in den Nachbarstädten und ich denke, das ist der richtige Weg, dass wir unseren jungen Leuten sozusagen auch das Berufsleben hier vor Ort nahe bringen. Bleibt hier, hier könnt ihr auch was werden und ihr müsst nicht weggehen. Danke. Danke, Herr Dr. Thiel. So, Herr Knacke. Ja, ich war ja selber Leiter der Einrichtung hier im Christophorus und Sie können mir glauben, dass Problematik Fachkräftemangel und dergleichen sind mir sehr bewusst. Es wird uns nicht alleine gelingen, die Fachkräfte hier zu halten, wenn sie ihre Wohnung haben und wenn sie Häuser bauen können, das ist sicherlich ein Thema. Aber die Familie und Beruf, die Vereinbarkeit, das ist unbedingt zu gewährleisten. Und da sind wir als Stadt vielleicht dann auch nur bedingt in der Lage, dies zu beeinflussen. Aber wir müssen einfach mit den Unternehmerinnen und Unternehmern gucken und flexible Arbeitszeiten schaffen. Die Familie muss als Familie existieren können. Die Einrichtungen müssen besuchbar sein, vielleicht auch nachts für die Kinder. Und wenn wir all diese Faktoren zusammengebracht kriegen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann glaube ich, haben die jungen Familien hier auch eine Zukunft. Und selbst wenn sie nicht gleich im Anschluss an die Schulausbildung hier bleiben können, Heimatland zieht dann doch und sie kommen vielleicht nach ein paar Jahren zurück und finden dann hier Arbeit und gute Bedingungen. Dankeschön. Und jetzt kommt Herr Neumann dazu. Also ich schließe mich dem an, also es geht nicht nur darum, hier Häuser zu bauen, sondern man muss dann auch für die Familien attraktiv halten, dass sie mit ihren Kindern dann hier bleiben und wenn die Kinder dann auch in der Prignitz bleiben, dann hat sich das mit diesem Kraftmangel, also diesem Kräftemangel, Arbeitskräftemangel dann auch schon irgendwo erledigt. Wenn sie dann hier attraktive Firmen haben, die dann auch dementsprechend Berufsbilder anbieten, wo man dann auch lernen kann und dann auch in den Firmen auch übernommen wird, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die Leute hier in der Prignitz bleiben. Ja, danke schön. Jetzt muss ich dazwischen mal noch mal was fragen. Wenn es darum geht, für junge Leute attraktiv zu sein, wie beurteilen Sie denn so die Handhabung in der Stadt Pritzweig bisher? Also ich sag mal, wenn jemand ein Kind zur Welt bringt, was ein neuer Pritzweiger ist,
Wird damit besonders umgegangen oder wird damit nicht genug umgegangen? Würde ich gerne mal so Ihre Meinung hören. Fangen wir mal, Herr Knacke. Ja, mir ist heute gerade aufgefallen, die Willkommenspolitik in der Stadt Wittstock. Da war ein schöner Artikel in der Zeitung, da wurden alle Eltern und mit ihren Kindern eingeladen und begrüßt. Das ist mir vom Kurzweig nicht bekannt. Ich glaube, solche Art von Wertschätzung und Einladung durch den Bürgermeister ist doch sehr willkommen, auch bei den jungen Familien. Und vielleicht noch ergänzend, es ist auch wichtig für die Kinder und Jugendlichen und die jungen Eltern auch kulturell und touristisch attraktiv zu sein. Und ich glaube, so waren auch hier die Aussagen, dass gerade Veranstaltungen für junge Leute hier in Spitzweig ein bisschen Mangelware sind und man könnte vielleicht auf dem Trappenberg oder dergleichen das ein bisschen wiederbeleben. Ja, da bin ich ja ganz stolz, dass ich hier gleich mal noch was ankündigen kann. Am 13. Mai wird Fossis Kneipe eine Rock'n'Roll-Nacht auf der Freilichtbühne veranstalten. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Also es gibt Initiativen schon, die genau in die Richtung gehen. Und kann ich jetzt schon mal, glaube ich, auch im Namen der Kneipe alle einladen. So, jetzt weiter. Dr. Thiel oder machen wir so. Wer sich vordrängt, kommt ran. Okay. Also, wie gesagt, man muss es attraktiv machen für die Jugendlichen, zum Beispiel auch in den Sportvereinen, dass die auch mehr unterstützt werden, dass die da nicht irgendwo auf der Straße rumhängen, dass sie sich da sinnvoll betätigen können und auch kulturelle Angebote für die Jugendlichen schaffen, so dass das hier immer weiter vorwärts geht. Dann. Okay, danke. Herr Schlafke? Ja. Herr Winkelmann, ich weiß nicht, ob Sie mein Programm schon vielleicht vorher gelesen haben, aber die Frage steht in meinem Rahmen oder meinem Konzept mit drin. Die Stadtzeitung ist immer informiert. So ist es. Also im Buchholz konnte ich es ja vorstellen, das erste Mal am 18.05. hier das zweite Mal in Kürzweig, wo ich es vorstellen werde, das Konzept. Und ich gehe direkt auf dieses Thema ein. Willkommenskultur für Kinder. Wir müssen sehen, dass hier in Kürzweig einfach mehr Kinder reinkommen und auch mehr Kinder hier bleiben und ihre Ausbildung machen. Ich habe beim letzten Kreistag habe ich ein Problem geschildert, wie eine junge Dame vergeblich nach einem Ausbildungsplatz bzw. einen Studienplatz ringt. Wir müssen Konzepte finden, wo wir so eine Leute natürlich halten können. Und zum Kulturellen zurückzukommen, als ich 2003 hergekommen bin, da war gerade damals dieses Musikfestival in Kürzweig, 2004 war das da, glaube ich, gewesen. Die Stadt war belebt gewesen. Es war eine fröhliche Stadt. Der Trappenberg, genauso wie auch die Innenstadt, war belebt gewesen. Die Eröffnung war jedes Mal oben auf dem Trappenberg. Die letzten 8 Jahre ist das so, Entschuldigung, dass ich das sage, verschlampt worden, dass auf dem Trappenberg nichts mehr passiert. Wir müssen ihn zurückholen. Mit Vorsicht bleiben ist eine gute Sache. Wir müssen ihnen kostenlos, wir haben Behindertenvereine, wir haben Theatergruppen hier, wir haben Sportvereine, wir haben Rentner bzw. Altenheime. Und wenn wir diesen Trappenberg dort zur Verfügung stellen, für Vorführung, für Frühshoppen, vielleicht auch einen Weihnachtsmarkt dort machen, ich denke mal, dann kommen wir ein Stückchen weiter. Okay, danke. Herr Dr. Thiel. Ausgangspunkt waren ja junge Menschen, aber ich denke, bei jungen Menschen sollte das nicht belassen, sondern die Stadt muss eine Stadt für alle sein. Und Begrüßung der Kleinsten, das denke ich mal, ist unisono in der Prignitz schon gang und gäbe. Und ich denke auch, dass das natürlich in Pritzweig uns gut zu Gesicht stehen würde. Wir haben aber in der Stadt ganz viele Altersgruppen, bis hin zu den Hochbetagten. Deshalb denke ich, wir müssen uns sozusagen von den Kindern bis in den Seniorenverein bewegen. Und ich denke, das ist vielleicht auch der Takt der Zukunft, dass wir uns allen widmen müssen und nicht sozusagen einzelne herauszuholen. Wir haben in Pritzweig über 80 Vereine und da gilt es, alle 80 Vereine auch zu unterstützen. Und ich denke, mein Thema wird es vor allem sein, unsere Wohlfahrtspflege hört sich ein bisschen komisch an, ist aber die Vereinsförderung. Und das ist ein Thema, damit können wir sozusagen auch alle genügend fördern und sozusagen auch gemeinschaftlich entwickeln. Das Thema Trappenberg finde ich interessant. Ich selber kenne das ja auch noch aus meiner Schulzeit. Aber ich denke, das ist eine Frage, wie kann man es gemeinsam entwickeln mit Partnern? Und Partnern ist in dem Fall meinetwegen der Tourismusverein, der Tourismusverband, dass wir auch mehr Besucher in die Stadt bekommen. Und das geht nur gemeinschaftlich. Über unsere kommunalen Grenzen hinaus. Und da sind wir gut unterwegs. Danke.
So, herzlichen Dank für diese Statements. Wir sind schon in der Zeit etwas fortgeschritten. Ich habe jetzt einfach nur noch eine Bitte. Könnten alle Kandidaten mir bitte jetzt mal in 3 Sätzen sagen, wo sehen Sie Pürzwalk 2025, sagen wir mal. Was ist für Sie das, was wir bis dahin erreichen müssen, und wofür Pürzwalk dann steht? Herr Dr. Thiel. Ich lasse den anderen so ein bisschen Zeit zum Überlegen. Pürzwalk ist Stadt im Herzen der Prignitz. Und ich denke, das sollte uns gut zu Gesicht stehen, dass wir auch zukünftig Stadt im Herzen der Prignitz sind in vielen Belangen. Nicht nur Kultur, sondern auch Wirtschaft, Bildung, dass wir versuchen, unser Mittelzentrum zu bleiben, dass wir sind. Wir werden nicht mehr Kreisstadt, das ist schade, sonst hätte ich heute mein altes PK-Kennzeichen mitgebracht. Wir müssen aber Szene zeigen. Szene zeigen in alle Richtungen und wir müssen uns selber gemeinsam entwickeln. Für Pürzwalk, aber mit unseren Aus- und Gemeindeteilen. Danke. Das waren nicht ganz 3 Sätze, aber trotzdem seien Sie ihm zugestanden. Herr Niemann, Neumann, Mensch, also irgendwann gebe ich Ihnen jetzt mal einen aus. Ja, nein, also wie gesagt, also Pürzwalk sollte sich nicht hinten unterbuttern lassen unter den anderen Städten. Wir sollten, das ist schon klar, wir werden keine Kreisstadt mehr werden, aber trotzdem sollten wir dann trotzdem unsere Stärken hervorheben und dann hier alles vorwärts bringen. Danke. Dankeschön. Herr Schlafke. Ja, ich sehe Pürzwalk im 2025 in meinem Kopf als blühende Landschaft, wo vieles zusammengerückt ist, wo die Wirtschaft blüht, wo wir Arbeitsplätze vielleicht geschaffen haben, wo wir soziale Verantwortung wieder übernommen haben. Und ich sehe Pürzwalk im Jahr 2025 als Mittelpunkt zwischen Hamburg und Berlin. Dankeschön. Bevor Herr Knacker jetzt noch was sagt, ich habe an alle 3 oder alle 4 besser gesagt Kandidaten einen Wunsch, egal wer jetzt von Ihnen Bürgermeister wird. Versuchen Sie, dass Pürzwalk in der Kreisgebietsreform ein vernünftiges Bürgerzentrum bekommt, wo wirklich die Leistungen angeboten werden und wir nicht egal wohin in die Kreisstadt fahren müssen. So, Herr Knacker, entschuldigen Sie, ich habe Ihnen jetzt mal das Wort geraubt. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Zeit zum Nachdenken, aber die habe ich gar nicht gebraucht, weil ich habe schon angefangen mit der Überlegung, wo ich uns sehe 2025, und zwar als Knotenpunkt für wichtige Themen wie Wirtschaft, Soziales, Kultur, Tourismus, Bildung. Und ich denke, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden wir die Stadt so hin entwickeln, dass sie in der Prignitz oder im neuen Kreis Großprignitz ein wichtiges Potenzial hat und ein wichtiger Standort ist. Dankeschön. So, ich bedanke mich bei den Kandidaten. Ich bedanke mich auch für Ihre Geduld, Ihre Fragen. Ich habe noch ein kleines Geschenk an alle Kandidaten. Da man ja selber Stadtverordneter ist, hat man immer so ein Problem, dass manchmal so der Eindruck entsteht, dass Verwaltungen nicht so ganz genau wissen, welche Rechte Abgeordnete eigentlich haben. Ich gebe Ihnen einfach mal das ein bisschen an die Hand. Die Brandenburger Kommunalverfassung, sogar mit einem ABC der Kommunalpolitik, wo noch eine Menge erklärt wird. Ich mach's mal einfach so. Bitte schön. So, ich habe nur noch eine einzige Bitte und dann machen wir Schluss und machen wieder Musik. Gehen Sie bitte bei der Wahl Ihre Stimme abgeben. Egal, ob wir uns jetzt hier einig sind, egal, welche Meinung Sie persönlich vertreten, gehen Sie hin, wählen Sie. Demokratie, habe ich neulich in der Stadtverordnetenversammlung mal gesagt, Entschuldigung, Kinder sind hier, aber Demokratie kann manchmal ganz schön scheiße sein, wenn nicht das rauskommt, was man haben möchte. Aber es ist doch 100-mal besser als jede andere Gesellschaftsordnung. Und gehen Sie hin, nutzen Sie Ihr Stimmrecht und nerven Sie bitte auch die Kandidaten noch weiterhin, weil die werden sicherlich Ihre Fragen auch beantworten können. Herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank an Sie alle. Ja, vielen Dank den Abgeordneten, den Kandidaten. Bei uns geht es weiter bis 17 Uhr hier in der Alten Metzerei. Und wie gesagt, ab 14 Uhr ist auch das Heimatmuseum geöffnet, die Springburg. Das Tor von Schießen
Und die Parteien stehen ebenfalls noch zur Verfügung bis 17 Uhr. Viel Spaß. Dankeschön. Thank you.